grünes Licht der Landesregierung für ein 7-Millionen-Euro-Programm zum Ausbau des Breitbandnetzes. Schnelles Internet für Haushalte und Betriebe. Es geht um die Vervollständigung der Hauptleitungen aus Glasfaserkabeln und um die vertraglich vereinbarte Anbindung der ausständigen 22 von insgesamt 155 Telekom-Zentralen. Somit können dann Haushalte und Betriebe in ganz Südtirol mit einem schnellen Internet, das heißt mit zwischen 7 und 20 Megabyte pro Sekunde, rechnen. Dies die Zielsetzung im Bereich Breitbandnetz für das Jahr 2017, die nun von der Landesregierung genehmigt worden ist. Auch im kommenden Jahr will die Landesregierung die Breitbanderschließung vorantreiben. Dafür hat die Landesregierung heute 7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und zum Jahresende soll das Breitbandnetz so weit ausgebaut sein, dass ein Anschluss für 99,5% der Bevölkerung möglich ist. Das ist sehr, sehr wichtig, um unseres Gebiet, unseres Land wirklich auch zu verbreiten, zu vernetzen und auch für die Dienste für unsere Bürger und Bürgerinnen. Die Landesregierung hat den Aufteilungsschlüssel für Mietwohnungen des Wohnbauinstituts für EU-Bürger, Nicht-EU-Bürger und Staatenlosen fürs laufende Jahr 2017 vorgegeben. 2017 stehen für Nicht-EU-Bürger 57 WOBI-Mietwohnungen zur Verfügung. 2016 waren es 50. Den EU-Bürgern können hingegen 383 Wohnungen vergeben werden. 2016 waren es 328. Dieses Jahr wird das Wohnbauinstitut mehr als 400 Wohnungen für unsere Bürger, für unsere Familien zur Verfügung stellen. Es sind wirklich viele. Das ist sicher eine positive Nachricht. Wichtige Neuigkeiten auch für die Landesmuseen, vor allem was die Mitarbeiter während der Besucherstoßzeiten betrifft. Die Museen sind für das Land sehr, sehr wichtig, nicht nur für Tourismus, sondern auch für die Einheimischen, um die verschiedenen Aspekte unseres Territoriums kennenzulernen. Heute hat die Landesregierung das Kontingent für Saisonpersonal genehmigt. Es werden mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt und auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Landesregierung hat entschieden gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes in Sachen Glücksspiel, also gegen die Aufhebung der Schließung bestimmter Spielhallen, vor dem Staatsrat Rekurs einzureichen. Das Land hatte die Spielhallen letztes Jahr geschlossen, weil sie per Beschluss sensible Zonen ausgewiesen hatte, in deren Umkreis von 300 Metern der Betrieb von Spielhallen und Ähnlichem nicht gestattet ist.